Er ist ein Räuber, der warten kann auf den richtigen Moment, um anzugreifen. Ein kraftvolles Tier, ausgestattet mit den Sinnen eines perfekten Jägers. Die Beute wird gehetzt, bis sie müde ist und nicht mehr kann. Dann fällt gleich ein ganzes Rudel über sie her. Angst hatte der Mensch und machte eine Bestie aus ihm, die nicht nur Tiere reißen würde, ein gefährliches Raubtier, das gejagt werden musste. Nach Jahrhunderten nun ist der Wolf zurückgekehrt, nach Mitteleuropa. Seit Mitte der 90er Jahre leben Wölfe wieder in Deutschland. Von Polen wanderten sie in die Lausitz in den Norden Sachsens ein. Mit der Rückkehr Isegrims tauchten jahrhundertealte Ängste wieder auf. Aber vor allem auch Bewunderung für einen alten Räuber, dessen Spuren viele Menschen magisch anziehen. Als Naturführer ist Stefan Karsche häufig mit Urlaubern unterwegs. Die Tour führt mitten durchs Revier, auf der Suche nach echten Wolfsspuren. Doch die erste heiße Fährte heute gehört bloß einem Fuchs. Die Schrittlänge muss eben über einen Meter betragen. Und warum wir das jetzt bei dem Fuchs messen? Weil es kann sein im Winter, dass eine Fuchsspur so auftaut, immer größer wird, dass sie auch fast die Ausmaße einer Wolfsspur hat. Und hier sieht man eben 75 cm. Das ist also von hier nach hier viel zu kurz. Müsste länger sein. Und natürlich jetzt hier in dem Fall auch der Abdruck gerade mal knappe 5,5 cm, also zu klein für einen Wolf. Ich finde den Wolf halt ein interessantes Tier. Also ich bin seit meiner Kindheit diesem Tier mehr oder weniger verbunden. Ich finde den Wolf als Tier super interessant und will das auch anderen Leuten näher bringen. Das ist dann der Kontrast dazu. Dann bin ich eben mal mit einer großen Gruppe draußen, so 15 Leute, und erzähle ihnen, was sie sonst nicht sehen würden. Die Spurensuche geht weiter, mitten hinein in ein altes Braunkohlegebiet. Gucken wir mal nach einer Wolfsspur. Einst war das hier ein gigantisches Tagebauloch. Heute ist es zugeschüttet und neu bepflanzt und ein Tummelplatz für die Lausitzer Wölfe. Alle Blicke gehen nach unten, denn hier müssten eigentlich Spuren zu finden sein. Und hier, guckt Leute, hier ist eine wunderbare Wolfsspur in diesem Sand. Ziemlich groß, 9 cm lang und auch so breit. Aber hier sieht man eine ganze Sache. Oh, sah man, das ist also der geschnittene Trab hier hinten. Das ist ein Abdruck einer Kralle. Und hier auch. Das ist die Hinterpfote, die ist kleiner. Und die Vorderpfote ist außenrum. Die ist zuerst abgerissen. Hier Kralle der Vorderpfote, hier Kralle der Hinterpfote. Und das ist eben dieses typische Wolfsschnüren. Hinterpfote in die Vorderpfote rein. Und dann geht natürlich ein Wolf auf seinen Zehen, also in etwa so. Nicht so? Ja. Und klatscht der auch noch dann? Ich kläre die Leute über ganz neue Sachen auf, die so vielleicht 150 Jahre hier in der Region nicht mehr so einfach zu sehen waren. Und das ist wichtig. Wir merken ganz genau, wie die Leute unsicher sind in Bezug zum Wolf. Und wenn da ein paar Informationen so kommen und die Leute sich das angucken können hier vor Ort, dann ist das schon eine Sache. Und ich glaube, wer so meine Wolfsspur gesehen hat, der weiß vielleicht auch für seine Heimat zu Hause, ob das da geht, ob Wölfe da leben können oder nicht. Wir hatten das gerade hier quer rein, eine Wolfsspur. Hier sind Rotwildspuren, Rehspuren, Hasen sind hier zu finden. Da hinten hat ein Seeadler gesessen. Die Wölfe gehen in die Grube rein, zum Teil gehen über die Förderbänder, über die Brücken, die hier gebaut werden, verhalten sich hier ganz normal. Ne? Das Wolfsrevier ist über 700 Quadratkilometer groß. Vier Rudel leben hier, knapp 20 Wölfe. Um ein Raubtier zu sehen, müssen selbst die Jäger und Naturführer Monate, manchmal jahrelang warten. Nach der Spurensuche fährt Stefan Karsche ins Dorf der Wölfe. Eine kleine Siedlung, die mittendrin im Wolfsgebiet liegt, umschlossen von Wäldern. Natürlich gibt es viele Sichtungen schon hier von Neustädter Bürgern, die also einen Wolf gesehen haben und die haben also auch eine bestimmte Erfahrung gesammelt, nämlich dass die Wölfe geflohen sind, Angst hatten vor Menschen und in den Fällen, wo die eben gesehen worden sind, Menschen nicht angegriffen haben.
Neustadt an der Spree. 500 Menschen wohnen rechts und links an der Straße. Einen Fußballverein gibt es hier und eine Gastwirtschaft. Die meisten Neustädter arbeiten in der Braunkohleindustrie. Jetzt fahren wir zum Carsten Nitsch. Der hat hier also ein Gelände. Da gibt es, kann man Zelte aufbauen, und Holzhütten sind da und Lagerstätten, Lagerfeuerplätze. Und hier finden also regelmäßig Camps statt zu verschiedenen Themen, Naturthemen, aber eben auch zum Wolf. Und jetzt sind wir auch schon da. Carsten Nitsch und Stefan Karsche wollen das Wolfscamp vorbereiten. Es soll in 2 Tagen stattfinden. Dieses Mal mit Schulkindern, die extra aus der Stadt hierher ins Dorf der Wölfe kommen. Carsten Nitsch will den Kindern vor allem die Angst vorm bösen Isegrim nehmen. Als wir unser erstes Wolfscamp hier in Neustadt durchgeführt haben, kurz davor wurde in einem großen Blatt gab so eine Schlagzeile: Die Lausitz zittert vor den Wölfen. Und das hat uns so ein bisschen aufgerüttelt. Und ich wollte eigentlich wissen, was zittert die Lausitz wirklich vor den Wölfen? Und wenn, dann müsste ja in Neustadt müssen die Menschen besondere Angst haben, weil das ist halt ein Dorf, was hier mittendrin in einem der Wolfsgebiete liegt. Und so haben wir dann in diesem Wolfscamp mit den Kindern eine Umfrage gestartet. Wir waren an allen Haushalten, haben mit den Leuten gesprochen. Und das war für uns erstaunlich, dass diese Menschen mit dem Wolf nicht so ein großes Problem haben. Dass also dieser größte Teil der Bevölkerung von vornherein keine Angst hatte. Bis zu 15 Tiere leben in einem Wolfsrudel. Angeführt wird es immer von 2 Altwölfen, die mit ihren Jungtieren und Welpen zusammenbleiben. Sind die Jungen groß genug, verlassen sie die Gruppe, legen weite Strecken zurück, um einen Partner zu finden und ein neues Rudel zu gründen. Vor allem die Wolfsmutter gilt als starkes Tier, das sich stets fürsorglich um ihre Welpen kümmert. So wie es auch jene Wölfin getan haben soll, die die 2 Findelkinder Romulus und Remus rettete, die ausgesetzten Söhne des Kriegsgottes Mars. An der Stelle, an der sie von der Wölfin gefunden wurden, ließen sie eine Stadt erbauen. Rom, heute die Hauptstadt Italiens. Den germanischen Gott Odin begleiteten stets 2 Wölfe auf der Jagd, Giri und Freki, Symbole für Weisheit, Freiheit und Stärke. Die Indianer Nordamerikas verehrten ihn als ihren Bruder. Ihnen gilt der Wolf als Weise, gar als ein Lehrer, von dem sie perfekte Jagdtechniken lernen können und dessen Ausdauer und Spürsinn sie bewundern. Doch seit Menschengedenken flößt der Wolf auch Angst ein. Bei den Germanen war es der Fenris, eine berüchtigte Bestie aus der nordischen Sagenwelt. Ein listiger Halbgott, kaum zu bändigen. Als er doch gefangen wurde, biss der Fenris dem Kriegsgott den Arm ab. Und am Weltende, so die Überlieferung, wird er sich losreißen und alles verwüsten. Auch im Christentum spielt der böse Wolf eine Rolle. In der Bergpredigt heißt es: Sie kommen zu euch in Schafskleidern, inwendig sind sie aber reißende Wölfe. Für den Sprachwissenschaftler und Volkskundler Heinz Röllecke ist der Wolf in der Tat ein gefundenes Fressen. Man hatte durchgängig Angst vor dem Wolf, ob sie nun realiter gerechtfertigt war oder nicht. Das ist ein festsitzendes Bild. Für den Sprachwissenschaftler ist das sicherste Zeichen dafür, dass der Name des Wolfes ins sogenannte Worttabu kommt. Man spricht in Namen einfach nicht aus. Ich nehme immer ein altes Sprichwort: Wenn man den Wolf nennt, dann kommt er gerannt. Das ist genauso gefährlich, als wenn man den Teufel beim Namen nennt. Dann ist er nämlich schon da. Auch der wohl bekannteste Wolfsmythos stammt aus alter Zeit. Die Geschichte eines Menschen, der sich in bestimmten Nächten zwanghaft in ein gefährliches Halbwesen verwandeln muss. In einen Werwolf. Der Ursprung mag daher kommen, dass alte, vor allem skythische Götterrituale, da verkleideten sich die Menschen als Tiere. Und die gerieten dann so in Raserei und in Ekstase, dass sie plötzlich meinten, sie seien wirklich das Tier selbst, das sie eigentlich nur in der Liturgie spielten. Und das scheint die historische Wurzel zu sein für diesen sehr merkwürdigen Glauben. Werwölfe treten nie in Märchen auf, aber zuhauf in Sagen. Also Sagen, die ja immer einen realistischen Kern haben.
In Indien ist das der Tiger und in Afrika der Löwe. Also dieser Glaube ist weltweit verbreitet. Man hat bis zum 18. Jahrhundert daran geglaubt und es gab auch Prozesse bis ins 18. Jahrhundert gegen Werwölfe. In Deutschland, aber vor allem in Frankreich, machte man mit den vermeintlichen Werwölfen kurzen Prozess. Hunderte, vielleicht sogar tausende Menschen wurden hingerichtet. Dabei war die Welt des Wolfes vor knapp 1000 Jahren in Europa noch in Ordnung. Das Adelsgeschlecht derer von Bartensleben machte ihn sogar zu ihrem Wappentier. Der Stammsitz dieser Familie in Niedersachsen heißt bis heute Wolfsburg. Damals entstanden auch bekannte Vornamen wie Wolfram und Wolfgang. Denn der Adel schmückte sich gern mit wölfischen Charakterzügen wie Stärke und Gerissenheit. Seit dem 19. Jahrhundert galt der Räuber in Deutschland als ausgerottet. Doch nun ist er wieder da und durchstreift die Lausitz. Carsten Nitsch war einer der Ersten, der das scheue Tier überhaupt zu Gesicht bekam. Das ist also der Ort, wo, wenn man so will, vor 10 Jahren etwa alles begann. Ich war also mit einem Freund unterwegs. Wir haben hier nach Spuren geschaut und es ist eine Spur aufgefallen, die ziemlich groß war und auch die Gangart war interessant. Damals war ich mir noch nicht sicher, dass es sich dabei um eine Wolfsspur handeln konnte. Und es sollte also noch eine ganze Weile dauern, die Gelegenheit zu haben, hier in der Lausitz Wölfe zu sehen. Ich war an einem Abend in der Nähe des Truppenübungsplatzes unterwegs und habe auf einer Lichtung 2 Wolfswelpen beim Spielen beobachten können und dann sogar noch einen Jährling gesehen, der also die Welpen da abgeholt hat. Und das war für mich ein beeindruckendes Erlebnis, was ich also nicht so schnell vergessen werde. Seitdem ist Carsten Nitsch vom Wolf fasziniert. Also was mich an den Wölfen besonders fasziniert, das ist eher ihre versteckte, heimliche Lebensweise. Also man bekommt von ihnen nicht sofort was mit, wenn man da draußen unterwegs ist. Und wenn man nicht weiß, wonach man da schauen soll, auf irgendwelche Hinweise, die sie uns hinterlassen, irgendwelche Markierungen oder ihre Spuren, dann weiß man eigentlich gar nicht, dass sie da sind. Aber sie bemerken uns natürlich schon, wenn wir in ihrem Wald unterwegs sind. Sie beobachten uns und wer kommt da hin und wer tut da was. Das finde ich schon irgendwie verrückt. Also. Carsten Nitsch fährt zu Frank Neumann. Der Schäfer wohnt ganz in der Nähe von Neustadt, dem Dorf der Wölfe. 2002 wurden hier 30 Schafe in einer Nacht gerissen. Neumann baute einen Elektrozaun und schützt seine Herde mit Hunden. Seitdem war auch Ruhe, bis zu einem neuen Angriff. Erst vor wenigen Tagen. Wieder ein totes Schaf. Das erste seit 5 Jahren. Ich hab mir das ja abends angeguckt, war ja da. Zwei kommen zur Herde, außen lang. Der Hund geht die an und da hinten springt einer rein. Ich hab da aber nie reinspringen sehen, ich hab bloß rausspringen sehen. Wirklich wieder Wölfe oder wilde Hunde? Neue und Fotos von 2002 werden verglichen. Bloß das ist wahrscheinlich früh um 6 passiert und um 9 fotografiert. Das ist früh um 6 passiert und Nachmittag um 4 fotografiert. Und da sieht das alles ein bisschen anders aus. Da ist nämlich das Blut nicht mehr rot, das ist nämlich schwarz bis dahin. 2002. In einer Nacht verlor Frank Neumann damals 30 Schafe. Gleich mehrere Wölfe griffen an. Kein Elektrozaun, kein Hund beschützte die Tiere. Für den Schäfer ein Schock, der mit vielem nur nicht mit Wölfen gerechnet hatte. Heute gibt es einen Elektrozaun. Starke Herdenschutzhunde beschützen die Schafe. Anders als Schäferhunde sind sie speziell darauf trainiert, die Herde gegen jeden zu verteidigen. Schon als Welpen kamen sie auf den Hof von Frank Neumann. Schäfer aus der Schweiz hatten sie ihm gebracht. Denn in den Alpen hat man schon sehr lange Erfahrungen mit Wölfen. Als erstes mussten sich die jungen Hunde mit Neumanns Schafen anfreunden. Eine ruppige Angelegenheit. Jedenfalls für die Hunde. Doch schon bald wurden sie quasi als Schafe akzeptiert. Seitdem dachte Frank Neumann, dass seine Herde sicher sei. Bis zu dem neuen, völlig unerwarteten Angriff. Guter Rat ist teuer. Waren es Wölfe? Andere als die vor 5 Jahren? Jedes Schaf zählt für mich. Wenn der Wolf immer wieder auf den Geschmack gekommen ist, dann sucht er sich immer wieder eine neue Möglichkeit.
Und mich war der nämlich so ein bisschen fasziniert bei der ganzen Sache, weil ich ja das selbst dann am gleichen Abend nochmal konnte sehen, wie das funktioniert. Dass also zwei Wölfe einen Scheinangriff gemacht haben auf die Herde außerhalb des Netzes und einer war schon bei der Herde drin. Denn ich habe nie gesehen, dass er reingesprungen ist. Ich habe ihn nur rausflüchten sehen, wo ihn der Hund dann vertrieben hatte. Und an den Tag, wo ich da hingekommen bin und das tote Schaf gefunden habe, nahm ich an, dass der Hund überfordert war. Dass also zu viele Wölfe da waren, dass er Schutz in der Herde gesucht hat. Ist überhaupt nicht der Fall. Das habe ich dann den gleichen Abend können feststellen, dass das wirklich funktioniert, dass der Hund die wirklich vertreiben wird. Er hat also auch keine Angst vor den Wölfen. Bislang waren die Schafe dank Zaun und vor allem wegen der Herdenschutzhunde sicher. Und nun? Alle drei sind erst einmal ratlos. Es wird immer wieder überraschende Situationen geben, weil ich denke auch, die erstmal ist es ja so, die Wölfe, die lernen ziemlich schnell. Die werden sich auch mit gewissen Sachen immer wieder auseinandersetzen können und damit für sie einfachere Lösungen finden. Und es wird nie ausbleiben, dass es irgendwie Übergriffe auf Haustiere geben kann. Zufälle spielen ja da auch eine Rolle, immer wieder. Denke ich auch, dass es also wirklich, dass es wirklich immer wieder passieren kann. Und ich kann das jetzt nicht beurteilen. Wie gesagt, der Frank hat selber gesagt, er hat das so gesehen. Könnte so gewesen sein, weiß ich nicht. Also eine einfache Antwort finden die drei nicht. Während hier das gerissene Schaf weiterhin Rätsel aufgibt, Wolf oder verwilderte Hunde, trainieren auf dem Sportplatz die Nachwuchsfußballerinnen von Neustadt an der Spree. Neben dem Platz befindet sich der Kindergarten des Dorfes direkt am Waldrand. Susanne Ziesch und Claudia Eichwald wollen gerade ihre kleinen Söhne abholen. Haben Sie Angst? Eigentlich habe ich aus gesundem Menschenverstand und aus Vertrauen, was dann gesagt worden ist, dass der Wolf sich eigentlich nicht an die Menschen wagt, drauf vertraut. Und dass man sich wirklich sagt, der greift nicht irgendwelche erstmal Menschen an, am hellerlichten Tage auch schon gar nicht. Aber wie gesagt, so ein bisschen, irgendwo ist es im Menschen halt drin. Und da ich auch vor Hunden Angst habe, kommt das auch so ein bisschen dann durch. Aber nur nicht, dass ich da aus Panik reagiere. Hier ist der Wolf, um Gottes Willen, und geht nicht in den Wald. So ist das auf keinen Fall. Ich glaube nicht, dass der Wolf so am hellerlichten Tage da auf mein Kind losstürzt. Also das kann ich mir eigentlich nie vorstellen. Ich meine, gut, man steckt in keinem Tier drin, aber das kann ich mir nie vorstellen. Der Wolf sieht den Menschen nicht als Beute an. Angriffe hat es in der Lausitz noch nie gegeben. Und trotzdem, der frei herumlaufende Räuber verursacht auch bei den beiden Müttern unheimliche Gefühle. Eigentlich wurde es dann erst so ein bisschen, wie man gehört hat, dass sie um Neustadt herumstreichen und teilweise mit den Hunden hier geflirtet haben. Und zu jaulen hat Hörner, ist eben schon mal ein bisschen Gänsehaut, die Arme hochgestrichen und so ein bisschen. Ich meine, wir haben bestimmt auch manchen Moment Angst gehabt, ne? Wir haben auch persönlich, also ich persönlich habe den Wolf schon zweimal heulen gehört. Da kriegt man schon irgendwo eine gewisse Gänsehaut, ne? Das ist ein schauriges Geräusch, aber im Prinzip ist er ja immer noch ein Stück weit weg gewesen. Das Geheul der Wölfe. Für die Tiere ist es Kommunikation, für die Menschen einfach nur schaurig. Ja, wir befinden uns hier unmittelbar am Ortsrand von Neustadt-Spree. Und das ist genau die Stelle, an der ich vor circa 3 Jahren diese Wolfaufnahmen gemacht habe. Und das ist schon etwas Außergewöhnliches, denn eigentlich sind unsere Wölfe hier in der Lausitz ziemlich heulfaul. Damals allerdings hat die Wölfin hier regelmäßig gerufen und wir sehen, dass ich mich hier unmittelbar am Ortsrand befinde. Eben direkt hinter mir befindet sich ein Weg, es gibt also Häuser und die Wölfe kommen direkt bis an den Ort heran und das ist für sie überhaupt kein Problem. Wenn Wölfe heulen, dann rufen sie ihr Rudel zur gemeinsamen Jagd. Oder sie sind auf der Suche nach einem Partner. Und irgendwann habe ich also diese Aufnahmen auch anderen Leuten vorgespielt. Und die Reaktion meiner Mutter zum Beispiel war, oh, das klingt sehr schaurig und sehr gruselig. Und dann habe ich ihr gesagt, ich werde dir einfach mal übersetzen, was diese Wölfin da gerade eben sagt. Und das ist einfach nur junge, attraktive Wolfsdame mit wunderschönem Jagdgebiet ist auf der Suche nach einem Partner, um eine Familie zu gründen. Bei der Familiengründung sind die Tiere allerdings nicht immer sehr wählerisch. Ende 2003 bekam eine Lausitzer Wölfin Welpen von einem Hunderüden.
Noch sehr genau daran erinnern sich Carsten Nitsch und Stefan Karsche. Denn die Mischlinge, die Halbwölfe, mussten im Winter eingefangen werden. Gelten sie doch als weniger menschenscheu als echte Wölfe? Nee, das ist also schon jedes Mal ein verrücktes Gefühl, diesen Tieren unheimlich nahe zu sein. Also geht mir in den verschiedensten Situationen, war das so, wenn ich eine Begegnung mit einem Wolf habe. Du merkst überhaupt nicht, bis er dann wirklich da, wenn du da sitzt vor diesem Netz, bis er an dir vorbeispringt, dass er nun wirklich kommt. Also er taucht mit einmal auf wie so ein Schattenwesen aus dem Nichts. Also es ist einfach irre. Und wenn du dann an so einem Tier so nah dran sein kannst, also dann ist das schon für mich ein verrücktes, erhebendes Gefühl. Frühjahr 2004. Was ist das? Guck mal, was hier so rüber tappt. Eine Wolfsjagd ist aufwendig. Zunächst muss man die Tiere erst einmal finden. Spurensuche. Nee, also wenn, dann ist das, wenn hier ein Hund dabei ist, was er durchaus sein könnte, dann ist es der mit dem Schäferhund, den wir gerade. Nur im Winter ist so eine Jagd möglich. Wenn es frisch geschneit hat, lassen sich frische Wolfsspuren finden und leicht verfolgen. Das sind die anderen. Weiter rechts sind die anderen. Siehst du ihn jetzt auch? Ich sehe ihn ganz genau. Ey, guck mal, diese zwei Kiefer. Hier die zwei kleinen Kiefer, geradeaus, genau in dem Spalt dazwischen, sieht man einen. Links von der Birke, jetzt musst du noch drin haben. Jetzt, ja. Wolf und Mensch, für mehrere Sekunden Auge in Auge. Die Wölfe sind gefunden, die eigentliche Jagd beginnt. Die sogenannte Lappjagd. Zunächst wird mit diesen Lappenbändern das gesamte Jagdgebiet umwickelt. Wölfe trauen sich unter diesen harmlosen, bunten Bändern nicht durch. Sonst würden sie ja durch die Lappen gehen. Daher auch das Sprichwort. Eine Jagdmethode, die aus dem Mittelalter stammt und die wahrscheinlich schon damals sehr anstrengend war. Am Ende eines Fangtrichters steht dann das eigentliche Fangnetz. Wenn alles gut geht, werden die Wölfe hier hineinlaufen. Wenn alles gut geht. Die Treiber bekommen ihre Instruktionen. Alles besprochen haben. Von hier oben her, im Prinzip am besten über den Weißkrämer Weg. Gespannt warten die Fänger am Netz auf ihren Einsatz. Oft konnten Wölfe schon in letzter Sekunde wieder aus dem Netz entweichen. Wird es diesmal klappen? Die Treibjagd beginnt. Ab jetzt sind die Wölfe die Gejagten. Das erste Tier landet im Netz. Jetzt muss es schnell gehen. Förstern und Biologen ist sofort klar, das hier ist einer der Mischlinge. Das ist ein Hund. Eine Spritze betäubt ihn. Das ist draußen. Behutsam transportieren die Wolfsschützer den jungen Halbwolf zum Sammelplatz. Sein Leben wird er fortan in einem Tierpark verbringen müssen. Und auch die anderen jungen Mischlinge können gefangen werden. Und schließlich auch die Mutter. Sie wird ihr freies Leben in der Lausitz weiterführen können. Doch zunächst wird sie noch untersucht. Ihre Größe wird gemessen, ihr Gewicht. Für Carsten Nitsch ist jede Wolfsbegegnung immer wieder ein Erlebnis. Für mich ist es zum Teil so, dass ich also in Situationen bin,
wo ich damit rechnen muss, dass es jetzt da passiert, wie aber auch in Situationen im ganz normalen Leben. Also die Situation hatte ich ja auch schon ab und zu, dass ich also dem Wolf begegnet bin. Und jedes Mal ist es also ein irres Gefühl. Also so ein wildes Tier, was eigentlich wirklich sehr vorsichtig lebt, was man also nicht so ohne weiteres halt zu Gesicht bekommen kann, so nah zu erleben, das ist einfach toll. Zum Schluss bekommt die Wölfin noch einen Sender um den Hals. Denn die Forscher wollen mehr wissen. Wie bewegen sich die Wölfe in ihrem Lausitzer Revier? Haben sie mittlerweile Lieblingsorte? Wie viele Kilometer laufen sie in einer Nacht? Die Wirkung der Betäubung lässt nach. Bald wird die Wölfin wieder sehr lebhaft sein und auch den Verlust ihrer Jungen feststellen. Im Spätmittelalter. Immer mehr Schafherden, Weiden überall. Wolle und Fleisch für den Menschen, aber auch sehr leichte Beute für den Wolf. Das Verhältnis des Menschen zum Wolf veränderte sich grundlegend. Aus dem einst bewunderten und gefürchteten Tier wurde endgültig ein böser Störenfried. Eine gnadenlose Jagd begann. Schäfer und Bauern stellten dem Wolf nach, weil sie Angst um ihr Vieh hatten. Und die Adligen hetzten ihn erbarmungslos, weil sie ihr Wild gefährdet sahen. Mit Fallen stellte man den Wölfen nach, hetzte Hunde auf sie, erschlug und erstach sie. Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die letzten Wölfe in Deutschland erlegt. Ausgerottet. Noch einmal, 1904, tauchte ein Wolf auf. Ausgerechnet in der Lausitz sorgte er für Angst und Schrecken als sogenannter Tiger von Sabrott. Der Förster, der ihn schließlich erlegte, wurde eine lokale Berühmtheit. 100 Reichsmark waren die Prämie. Der Tiger von Sabrott wurde ausgestopft und ausgestellt. Heute steht er im Stadtmuseum von Hoyerswerda, gut 20 Kilometer von Neustadt, dem Dorf der Wölfe, entfernt. Auch Carsten Nitsch und Stefan Karsche sind nach Hoyerswerda gefahren, allerdings zum Wildgehege, in dem echte Wölfe leben. Hier am Gehege des Zoos seiner Heimatstadt war Stefan Karsche schon oft. Als kleiner Junge kam er hierher, fasziniert von den Tieren, ohne dass er allerdings damals geahnt hätte, dass einmal nur wenige Kilometer weiter nördlich freilebende Wölfe auftauchen würden. Das war so, als Junge, so 12, 13 Jahre, war ich Mitglied in einer AG Naturschutz, Ornithologie, und das war direkt neben dem Zoo in Hoyerswerda. Und dort, die hatten Timberwölfe in einem kleinen Gehege. Und mich hat das interessiert, die haben geheult. Und ich bin dann mal hingegangen und habe mir das angeguckt. Und man konnte mit diesen Timberwölfen was anfangen. Ich habe mir da so einen Stock besorgt und habe dann so in den Käfig reingehalten. Und dann kam so ein junger Wolf und ist hochgesprungen und hat da reingebissen. Und das war natürlich dann auch noch mal ein Erfolgserlebnis für so ein Kind. Damals war, wenn dann so ein Wolf sich wirklich auf dich einlässt, auch wenn es nur mit so einem Stock ist und auch wenn es nur im Gehege ist. Ne? Wenn man sich vorstellt, in 12 Jahren war ich vielleicht so groß. Der Wolf, der sich am Gehege vor mir aufgebaut hat, war 3 Köpfe größer. Also wirklich auch schon aufgrund seiner Größe ein sehr beeindruckendes Tier. Als er hörte, die Wölfe wären wieder in der Lausitz, war er begeistert, hatte aber auch große Zweifel. Mein erster Gedanke war, wie lange das gut geht. Also nicht in Bezug auf die Wölfe, sondern in Bezug auf die Menschen. Einige Jäger gründeten sogar einen Verein, der vehement den Abschuss des geschützten Tiers fordert. Wir erwarten einfach, was bis jetzt nicht war, dass wir also nicht mehr weiter belogen werden und dass wir nicht weiter getäuscht werden, sondern dass wir offen alles hinlegen. Nur so ist es möglich, dass sich hier 3, 4 Wölfe im Truppenübungsplatzgelände aufhalten können. Und alles, was mehr ist, ist meines Erachtens nach zu viel. Also wir machen uns vor allen Dingen Sorgen um die Kinder, wenn sie zur Schule müssen. Gerade in den Wintermonaten ist es ja noch dunkel. Und dann ist es immer notwendig, dass wir die Kinder fahren müssen und auch abholen müssen. Man rechnet damit, dass in den nächsten 24 Monaten die Wölfe soweit die Scheu verloren haben und den Menschen als Beutespektrum annehmen. Ja, fürs Wild gibt es dieselben Aussagen und es bestätigt ja mittlerweile die Abschussstatistik, dass im Wolfsgebiet eine enorme Reduzierung von Schalenwild vorhanden ist. Mit der Rückkehr der Wölfe in die Lausitz brach auch ein uralter Konflikt wieder auf.
Für die Jäger ist der Wolf zum direkten Konkurrenten um das Wild geworden. Die meisten sind dennoch für den Wolf, aber längst nicht alle. Wilfried Konzern lebt in der Nähe von Neustadt, ein erfahrener Jäger und Falkner. Manchmal geht er mit seinem Enkelsohn auf Spurensuche in den Wald, hier, wo er schon einmal gleich mehreren Wölfen gegenüberstand. Also ich hatte im vorletzten Winter eine fantastische Begegnung mit zwei Wölfen. Das war im Monat Februar. Meine Arbeitskollegen, kurz nach 7, sind noch mal zur Schutzhütte zurückgegangen, um Werkzeug zu holen. Und plötzlich, so nach ein paar Minuten, hörte ich hinter mir Schritte. Im nassen Schnee, da war gerade ein bisschen Tauperiode. Ich drehte mich um, und vielleicht 30, 40 Meter. Nein, ein Wolf. Und so kam sie immer näher, bis sie ungefähr 20 Schritt neben mir stand. Und hat nach rechts rüber geäugt, gesichert, ob sie irgendwas sagt. Und ich den Anblick praktisch genossen. Und das waren vielleicht so ein paar Sekunden. Hier saß fertig Schritte genau hinter mir. Ich mich umgedreht. Nein, genau auf den Punkt der Rüde kam direkt auf mich zu. Die Nase nach unten und immer näher, näher. Also Sie können sich vorstellen, mir hat das Herz bis zum Holz geklopft. Eine Faszination, so ein großes Raubtier so nah. Jetzt war ungefähr auf 8 Schritt, der wär, auf Punkt kam der. War es mir wirklich nicht mehr ganz egal, muss ich ehrlich sagen. Jetzt habe ich den Absatz hochgehoben und in den Schnee reingedrückt, dass er mich wahrnehmen konnte. Und der den Kopf hoch und dann haben wir für Bruchteil von Sekunden Auge um Auge. Also das war eine Faszination, so ein Raubtier so nah. Und der Moment denken war gar nicht, was macht er jetzt denn? Greift er an oder was? Jedenfalls hat er sich ganz elegant gewendet, abgesprungen. Und ich guckte noch zu der Wölfin rüber und die hat die Bewegung dann auch wahrgenommen und hochflüchtig abgesprungen. Also für mich war es ein absolutes Erlebnis. So sehr der Jäger Wilfried Konzern auch vom Wolf fasziniert ist, so sehr ist er trotzdem gegen die Rückkehr des Raubtieres in die deutschen Wälder. Ich bin fasziniert vom Wolf, wie von jedem Tier, was wir auf der Welt haben und Pflanzen auch. Aber ich bin, sprich, gegen den Wolf in Deutschland. Weil das kann nicht sein, so ein großes Raubtier, unser heimisches Schalenwild. Es ist nicht mehr das Land wie vor 100 Jahren. Ist gestresst durch Jägerschaft, durch Jogger, durch Urlauber, durch Hundeführer, die kann man belehren immer wieder. Und jetzt ein Beutegreifer. Ein Räuber, der seine Beute hetzt und dann oft nicht mehr allzu viel von ihr übrig lässt. So, ich habe vielleicht noch was Interessantes für Sie. Am Sonntag habe ich die Kohlgraben darauf aufmerksam gemacht im Maisfeld. Das sind die Reste einer Wolfsmahlzeit. Ein gut veranlagter Rehbock. Und ein Wolf ist für mich eindeutig erstmal, dass die starken Knochen hier abgebissen wurden. Die Läufe waren durchgebissen, die Reste, die da lagen. Also für eindeutig Wolf. Das ist natürlich sehr scheu. Der begeisterte Falkner ist gegen den Wolf. Dass seit dessen Rückkehr immer wieder Ängste geschürt werden, hält Wilfried Konzern für unnötig. Weil es einfach nicht stimmt. Also das sind dann Panikmacher, solche Leute. Oder Wichtigtuer. Also das ist einfach, der Wolf hat Angst vor Menschen. Sich zeigt und die Fluchtdistanz kürzer wird, das ist eine lange Nähe, dass er zubeißt. Und in Jägerkreisen ist ja das, weil er ein Konkurrent ist fürs Wild letztendlich. Die Jagdpacht, wissen Sie, wie das ist hier in Deutschland, wird Geld bezahlt. So, und jetzt ist so ein Beutegreifer, Tendenz steigend, der auch seinen Anteil haben will. In der Welt der Legenden wurde der Wolf oft hoch zu Ross gejagt. So wie im 18. Jahrhundert in Frankreich, im einsamen Gebiet des Gévaudan. Eine geheimnisvolle Bestie trieb dort ihr Unwesen. Das erste Opfer war die 14-jährige Jeanne Boulet, die grausam entstellt gefunden wurde. Ein Kopfgeld wurde ausgesetzt und sogar der französische König veranstaltete Treibjagden, um die Bestie zu finden. Schließlich konnte sie zur Strecke gebracht werden. Das Tier ähnelte einem Wolf. Der bekannteste Wolf lebt im Märchen, im Rotkäppchen. Rotkäppchen ging zum Bett und zog die Vorhänge zurück. Ei, Großmutter, was hast du für große Ohren, dass ich dich besser hören kann? Ei, Großmutter, was hast du für große Augen, dass ich dich besser sehen kann? Ei,
Großmutter, was hast du für große Hände, dass ich dich besser packen kann. Aber Großmutter, was hast du für ein entsetzlich großes Maul, dass ich dich besser fressen kann. Im Rotkäppchen ist er in der französischen Urfassung schlichtweg der Verführer. Er macht sich an das Rotkäppchen heran und will es mit aller Gewalt in sein Bett bringen. Dazu ist ihm auch der Mord an der Großmutter gerade gut genug. So kommt es auch. Am Ende der französischen Fassung zieht sich Rotkäppchen aus und steigt zu dem Wolf ins Bett, ist einen Moment erschrocken, wie seine Großmutter, für die es den Wolf immer noch hält, ohne Kleider aussieht. Und dann frisst der Wolf es auch schon auf. In der nachgestellten Moral sagt der Märchendichter Perrault, ja, so geht es den kleinen Mädchen, wenn sie sich vor den Schmeicheleien und den Tricks der Wölfe, das heißt der jungen Galane, nicht in Acht nehmen. Also hütet euch. Man denkt in der Rückerinnerung, es wimmelt etwa in den Grimmschen Märchen nur so von Wölfen. Aber dem ist erstaunlicherweise gar nicht so. Es sind nur zwei Texte, die in dieser Hinsicht populär sind. Das ist La Petite Chaperon Rouge, also unser Rotkäppchen, das aus Frankreich eingewandert ist. Und es ist das Märchen vom Wolf und den sieben Geißlein. Alle anderen Wölfe in Grimms Märchen spielen ihre Fabelrolle, also als dumme, gefräßige, kraftvolle Tiere, die immer überlistet werden, weil List Stärke besiegt. Bis heute hat der uralte Werwolf-Mythos überlebt und den Märchenwolf, vor dem alle Angst haben, längst abgelöst. Regelmäßig gibt der Werwolf in Horrorfilmen sein Stelldichein und taucht sogar in der Welt von Harry Potter auf. Als traurige und getriebene Bestie, die nur durch eines zu erlösen ist, durch eine silberne Kugel. Gibt's den Werwolf in der Moderne noch? Ja und nein. Nein, man glaubt natürlich nicht mehr daran, geschweige denn, dass man ihn mit Prozessen überzieht. Ja, insofern, als er durch die populäre Gruselliteratur, vor allem im Film, wieder fröhliche Urstände gefeiert hat. Aber er ist nicht der Erste und es ist auch kein Kontinuum von dem alten Werwolf-Glauben hin zu diesen Monsterfilmen und was es da gibt, sondern da stehen am Anfang der Dracula und der Frankenstein und andere Figuren, der Golem oder was. Und dann kommt erst der Werwolf hintendran sozusagen als Wieder- und Neuentdeckung. In Neustadt, dem Lausitzer Dorf der Wölfe bei Carsten Nitsch, beginnt das Wolfscamp. Höhepunkt wird eine Nachtwanderung sein, die am Waldrand entlang führen soll. Seit mehr als 10 Jahren leben die Wölfe wieder in der Lausitz. Carsten Nitsch und Stefan Karsche glauben, dass die Tiere auf alle Fälle eine Chance in Deutschland haben. Ich bin optimistisch, auf jeden Fall. Also es ist, wird also so sein, dass wir zwar, also das denke ich auch, hier zwar die Lausitzer Wolfspopulation haben, die 4 Rudel, aber es ist halt immer, dass auch Wölfe weiterhin aus Polen einwandern und in andere Bereiche Brandenburgs auftauchen und dort vielleicht auch Rudel gründen. Und es gibt auch inzwischen eine ganze Menge Nachrichten aus der Lieberoseheide und aus anderen Gebieten, wo vielleicht dann auch gar nicht mehr hier so entscheidend ist, was passiert punktuell in der Lausitz, sondern einfach, wie ist es in ganz Brandenburg, in ganz Mecklenburg oder in Sachsen. Diese einigen wenigen, diese Hardliner, die wird man nicht bekehren können, auf keinen Fall. Aber ich denke mal, mit den Jägern, die am Anfang vielleicht eher noch skeptisch waren oder so, da kann man auf jeden Fall reden und da kann sich auf jeden Fall was tun. Denn die sehen ja einfach, dass es keine großen negativen Auswirkungen hat auf den Wildbestand, weder noch auf die Sicherheit der Menschen. Ich denke, es ist wichtig, eher vielleicht an die Kinder schon zu gehen und mit denen zu arbeiten, so wie heute Abend zum Beispiel. Stefan Karsche wird bei der Wanderung nicht dabei sein. Er will morgen wieder früh raus, um mit Touristen nach Wolfsspuren zu suchen. Carsten Nitsch stimmt die Kinder auf den Abend und die Dunkelheit ein und auf die Wanderung durchs Wolfsrevier. Dann wollen wir mal versuchen, wirklich leise zu gehen und einfach mal unsere anderen Sinne, also unsere wichtigsten Sinne sind ja eigentlich die Augen und die setzt man den ganzen Tag über ganz gut ein. Aber dort wollen wir mal versuchen, mit unseren anderen Sinnen zu arbeiten. Vielleicht mit der Nase, den Wald riechen, vielleicht mit den Ohren, genauer hinhören,
Und dann werde ich mal versuchen, mich ein bisschen mit den Wölfen zu unterhalten. Gibt es da jemand, der vielleicht von euch so ein bisschen... Oder seid ihr alle so wahnsinnig mutig? Nein. Mal ehrlich, sag mal ruhig. Jetzt mal jemand anders wie du, sag noch mal. Also ich habe eigentlich auch so ein bisschen, also wenn ich den sehen würde, hätte ich trotzdem ein mulmiges Gefühl im Bauch. Man läuft jetzt einen Weg und dann kommt auf einmal, steht so ein Wolf ganz nah neben dir, also jetzt oder ja, ein Wildschwein oder so, dann hat man ja auch ein mulmiges Gefühl, man weiß ja nie, was es was macht. Wer von euch würde sich denn wünschen, vielleicht heute Abend von einem Wolf zu hören oder ihn vielleicht sogar zu sehen? Wunderbar. Schön langsam und leise. Alle möchten mit in das Reich der Wölfe. Ja, langsam, nicht so schnell, langsam. Hallo, ich gehe mal vorne weg, ihr wisst ja gar nicht, wo es lang geht. Jetzt gilt es, die Sinne zu schärfen und ganz leise zu sein. Gar nicht so einfach. Ihr müsst versuchen, mal für ein paar Minütchen den Mund ganz zuzumachen und ganz, ganz leise zu sein. Ja? Okay? Gut, los geht's. Erste große Mutprobe, alleine durch die Dunkelheit zu gehen. Und dann naht der große Augenblick. Der Versuch, vielleicht mit den Wölfen zu heulen.